Ja, hallo zusammen. Wir schauen uns mal wieder ein altes Gebäude an. Sehr, sehr viele Räume. Mal hier weiter. Hier ist natürlich schon eine ganze Menge runter. Zimmer, ne? Oh, guck auch da oben. Ziemlich viel runtergerockt. Ein bisschen Licht an. Ja, hier, was kann hier gewesen sein? So eine, ja, Küche eher nicht, ne? Keine Ahnung, was man hier gemacht hat. Sieht aus wie so von so einem Labor, oder? Kühlschrank, ne? Ist immer interessant, dass man in so einem Lost Place hat, alter Kühlschrank, alte Lampe, ein altes Fenster. Klar, in so einem Lost Place ist meistens alles alt, ne? Soll ja stellenweise auch mal als Männerwohnheim genutzt worden sein. Zwar nicht diese Räumlichkeiten, sondern die Räumlichkeiten dort hinten, wo wir gleich hingehen. Das Gebäude soll schon recht lange leer stehen. Wenn man sich den Verfall auch anschaut, könnte das hinhauen. Aus. Hier ist alles ziemlich morsch, aber wir gucken mal. Ach, das sieht aber auch klasse aus mit den Fenstern, ne? Eine Abstellkammer. Hier wird eine Küche gestanden haben. Ich gehe jetzt auch nicht weiter, beziehungsweise den Raum ersparen wir uns, weil ihr habt das die Aufnahme ja eben gesehen. Das ist ziemlich ramponiert, Teil dieses Gebäudes. Also der Lost Place besteht aus zwei Gebäuden. Einmal das, wo wir uns gerade drin befinden, und dann, ich nenne es jetzt mal das Haupthaus. Das sieht aber wirklich, ehrlich jetzt mal, das sieht da wirklich seltsam aus, oder? Also küchentechnisch kann das nicht gewesen sein. Mich erinnert das irgendwie an so einem Labor oder irgendwie. Ne? Keine Ahnung. Wenn jemand weiß, wofür das sein könnte, gerne in die Beschreibung und natürlich also die Beschreibung in die Kommentare reinpacken. So, was sind wir jetzt hier? Sind wir wieder die Toilette? So, gehen wir jetzt mal den Keller runter. Schauen wir mal. Alte Tür. Steht da Gate to Hell. Mal gucken, ob das wirklich die Hölle hier unten ist. Was haben wir hier? Duschen, ne? Duschen wir eben an. Auch wieder hier, dann können wir wieder zurück. Ja. Alte Duschräume.
erstes hin? Gehen wir als erstes hier so lang. Kellerräume. Wir haben immer unterschiedlichen Einsatzgründe. Neues Endstation, Sackgasse. Abflussrohre, ein Waschbecken. Schauen wir mal weiter. Gucken wir mal hier nochmal lang. Das sieht aber auch cool aus mit den Fenstern. Ich glaube, schauen wir mal hier, kommen wir hier irgendwie weiter. Nee, hier ist auch schon das Ende. Das eine Ende des Gebäudes. Hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Schauen wir mal. Verschlossen. Mal gucken, manchmal ist dahinter sind hinter die Tanks für Heizöl. Schauen wir uns mal an. Ja, genau, hier wird die Heizung gestanden haben. Ah, genau, sieht da, und da ist der Heizer, der Tank, der Öltank, ein richtig großer Tank, wenn der noch voll ist. Wenn man sich die heutigen Preise anschaut. Ja. Wird hier die Heizung gestanden haben. Eine Überrohre, die ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig vorhanden sind, wird dann das Heizöl eingeliefert und also zu den Kesseln. Und dann wird geheizt. Gucken wir uns das gleich auch mal an. Das versuche ich jetzt mal hier so rüber. Duschen. Hier zugemauert. Ich glaube, das ist Nachbarraum. Muss ich mal eben gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Da haben wir noch Jutti gekriegt. Ne? Mit dann bei der Orientierung dann da sind wir hergekommen. Genau, das war die Wand, die eben zugemauert war. Welche Waschbecken gestanden haben, ne? Wie oben auch in dem einen Raum, ob wir diese Steckdosen, keine Ahnung, wie die da waren. Freilassen. Sollte man den Bereich wahrscheinlich nicht zustellen. Auch hier irgendwie eine Heizung, kann sein, dass wir wieder irgendwas oder Wasser, kann das sein? Wasser? Dass hier Wasserpumpen oder so stand fürs Haus? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Wir waren schon mit Greta und Molly hier drin. Und diese Haken machen uns irgendwie total stutzig. Wir wissen nicht, was an diesen Haken aufgehangen worden ist. Wir dachten erstmal, dass da Wäschesäcke. Na, die hat verschiedene Varianten. Wäschesäcke. Ja, dass hier unten eine Wäscherei war, die dann, wo die Bewohner hier, weil es ja auch mal ein Männerwohnheim war, dass sie ihre Schmutzwäsche abgeben konnten und die irgendwie hier aufhängen und dann auch wieder abholen konnten. Ja, keine Ahnung. Kommen gleich nämlich noch mehr Räume mit solchen Haken. Na genau hier. Schau mal hier, dieser Haken. Wir hatten erst gedacht, dass hier oben wären Rohre, Wasserrohre oder so, aber
Das stimmt nicht. Die sind hinterher, wenn ich hoffe, man kann das erkennen. Die sind extra so dran geschweißt worden. Also diese Konstruktion ist extra montiert worden, um diese Haken da zu nutzen. Verteilerkasten, die Stromzufuhr, ne? Dass die Hauptstrom von der Straße rauskommt. Aber ist alles gekappt. Da wird nichts mehr laufen. Auch hier wieder Haken ohne Ende. Auch hier. Ja, und immer hier, also mit so, ja, von so einem Schlauch immer wieder dran, damit das, was man aufhängt, so ein bisschen geschont wird und nicht dann auf dem blanken Metall hängt. Hier werden mal Plumpsklos-Stangen haben. Ja, weil das sieht ja aus wie eine Toilette, aber kein Anschluss für Wasser. Und die Vermutung ist, dass hier mal Löcher drin waren, Plumpsklo, dass man die irgendwann mal verfüllt hat, wenn man das nicht mehr brauchte. Dann erkennt man, wie alt das Gebäude dann noch schon ist. Ne? Auch hier diese Träger wurden, also diese Säulen wurden nachträglich angebracht, um was zu stützen. Das Gebäude hat wohl irgendwann mal nachgegeben, dass man gesagt hat, wir verstärken den Boden. Stimmt das Licht mal so ein bisschen. Jetzt im Keller, jetzt gehen wir ins Erdgeschoss. Also nicht wundern, wenn es da jetzt auch noch dunkel ist. Das Gebäude ist von außen mit Platten versehen. Genau, hier waren wir ja eben. Schauen wir uns mal den Raum an. Toiletten, also eine Toilette. Auch hier wieder Toiletten. Interessant. Das stimmt, das ist wirklich damals so war, Damen und Herren direkt nebeneinander. Naja, ich weiß es nicht, ob man es vielleicht nachträglich angebracht hat. Auch hier wieder, das sieht auch irgendwie labormäßig aus, oder? Schaut mal. Aber ich kann mich täuschen. Also küchenmäßig weiß ich nicht, ob man für eine Küche, für eine Zubereitung von Mahlzeiten solche Fliesen nimmt, die man da drauf macht. Eigentlich ist es so eine durchgehende Platte, oder? Aber das Gebäude ist schon recht alt. Kann natürlich sein, dass wir noch diese Standards damals nicht gesetzt haben. Den Raum hatten wir uns ja schon angeschaut gehabt. Ja, und dann, wenn das ja mal auch mal ein Männerwohnheim war, werden das vielleicht die einzelnen Zimmer gewesen sein. Ne? Da steht jetzt nichts mehr drin. Seht ihr, da sind Platten vor den Fenstern, damit man nicht einsteigen kann. Waschbecken und Duschen. Spinnenweben überall. Aber es ist bei Gebäuden so. Hier überall links und rechts Räumlichkeiten. Also die Vermutung liegt nahe, dass es dann mal anderem auch Räume waren, wo dann die Männer, also wiederweise soll mal Männerwohnheim auch gewesen sein, dass sie dann hier ihre Zimmerchen hatten. Nicht besonders groß, aber na gut.
Für eine Person reicht es. Auch hier wieder, ich schwenke nochmal so ein. Die sehen eigentlich alle mehr oder weniger gleich aus. Dann halt die Tapeten ändern sich, mal ist eine Raufaser, mal ist eine andere Tapete drin. Gehen wir wieder zurück. Mach das Licht schon mal wieder aus. Ja, weil drumherum sind mehrere Häuser und wir wollen ja hier nicht auffliegen. Jetzt gehen wir mal in die, das erste Obergeschoss. Sehr schöne Treppe, also Treppengeländer. Und hier oben brauchen wir keine Taschenlampe mehr. Hier haben wir ausreichend Licht. Und hier zieht sich das mit den Zimmern fort. Das Zimmer ist jetzt etwas größer. Ja, dann Toiletten. Hier ein Waschbecken. Dusche. Hier wieder ein Räumchen. Gut, ein bisschen Graffiti, aber das bleibt natürlich nicht aus. Auch wieder diese, ja, Tische da, diese Ablagen. Waschräume. Von Waschräume, hier wird man das richtige Waschraum, weiß ich jetzt auch nicht, weil es nicht viel befließt. Und wieder Unterkunftsräume. Die gleichen sich eigentlich alle von der Art her, bis auf die Tapeten bzw. Graffitis. Ich fange mal so ein bisschen jetzt hier so rein. Ich will auch nicht so weit jetzt da, weil na, da vorne sind Häuser. Deswegen will ich gar nicht so weit dahin. Dann war es das mit dieser Etage. Gucken wir uns. Etage nicht, nee, ist nicht ganz richtig. Es gibt noch zwei Etagen. Diese Etage, wo wir jetzt reingehen. Und da drüber noch eine. Da müssen wir auch ein bisschen kraxeln. Das schauen wir mal, wie wir das gleich bewerkstelligt kriegen. Na, hier auch wieder Zimmer. Da ist Putz schon komplett abgefallen von der Wand. Ja, Toiletten. Hier werden wieder Waschbecken gestanden haben oder gehangen haben. Auch hier wieder ein Räumchen. Recht unspektakulär. Und da geht es gleich nochmal nach oben. Aber ihr seht, hier ist schon ein Stückchen von der Treppe weg. Ja, das werden wir aber irgendwie gleich hinkriegen.
haben sie die Hunde schon losgelassen. Man hört im Hintergrund Hundegebelle. Auch hier wieder duschen. Duschwärme. Und hier wieder Waschbecken wieder angebracht. Weiter. Schauen wir mal hier. Und versuchen wir jetzt noch die eine Etage zu erkunden. Ja. Ich habe ja auch in einigen Videos immer schon betont, geht niemals alleine in solche Objekte. Ja, wenn was passiert, kann wenigstens eine Person wohl noch Hilfe rufen. Das ist jetzt hier nicht anders. Ja, bin auch nicht alleine hier. Ja. Ich lege jetzt erstmal die Taschenlampe, habe ich erstmal abgelegt. So, und jetzt übergebe ich mal die Kamera und jetzt werde ich filmen, wie ich hier hochkraxle. Ich übergebe die Kamera wieder. Dann gucken wir uns die Räumlichkeit oben noch an. Ja. Ich dachte, das muss unmöglich sein. Ja. Ich bin da nicht, aber willst du machen? So, jetzt kann ich die Kamera wieder nehmen. Ja. Und dann gucken wir nochmal, was wir hier so haben. Wieder Räumlichkeiten, hier liegen Toiletten rum, da werden wahrscheinlich auch wieder Toiletten gewesen sein. Seht ihr hier, Menschen abgerockt, ne? Dach ist schon durch. Und also an vielen Ecken ist das wirklich total kaputt. Information habe ich hier auch noch von, dass hier diese Räumlichkeiten mal vermietet wurden. Ich vermute mal wieder als ja, kleine Wohneinheit für Menschen, die sich vielleicht eine Wohnung nicht leisten können, dass man hier so Räumlichkeiten hatte und sich dann die Toiletten und Duschen und die Kosten alle mehr oder weniger dann geteilt hat. Speicher, aber da kann man nur schlecht dran, da fehlt ein Stück von der Leiter. Das riskiere ich jetzt dann doch nicht. Ja. Ja, schaut mal, hier hat doch oben jemand sich das auch ein bisschen farblich gestaltet, irgendwie so ein Stern mit Farben, ein bisschen gestaltet. Dann sind wir schon fast am Ende dieses Videos. Das war's, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder wisst, was mit diesen einen, na, ich finde nochmal, was mit solchen ja, Räumen auf sich hat, der kann da gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und dann werde ich jetzt wieder nach unten kraxeln.
Ja, und dafür beende ich das Video, damit ich sicheren Halt habe, ne? Und ganz wichtig, ja, riskiert nichts. Nicht nachmachen. Und ich habe so auch eine Begleitung dabei. Und sollte was passieren, trage ich das eigene Risiko. Ja, und nicht nachmachen. Guckt euch diese ganzen Videos an von den Lost Places. Es gibt fantastisch tolle Urbexer, die klasse Orte darstellen, die tolle Fotos machen, ja, tolle Videos erstellen. Schaut euch die an. Ja, vermeidet jedes Risiko. Okay? Dann bedanken wir uns und wir verabschieden uns. Bis demnächst. Ciao.